Peace, Leute, und was geht ab? Nein, ihr seid nicht verrückt geworden. Ich bin verrückt geworden, weil ich habe mir das Ziel gesetzt, ein Wrestler zu werden. Und wir werden gleich sehen, ob ich das schaffe oder nicht. Da bin ich. Das ist mein Wrestler. Ihr seht, er ist ein bisschen verrückt, wie ich. Und wir gucken mal, was hier passiert, so, was wir machen müssen, um erfolgreich zu sein. Okay. Wir können ja unsere Werte anpassen, wenn wir genug Münzen haben, glaube ich. Wir müssen durch Erfahrungspunkte halt immer besser und besser werden. Wir gehen mal zum Pay-Per-View und gucken mal, wie gut wir sind oder nicht. So, hier, Großveranstaltung. Sind wir gleich eingeladen worden. Und schau mal, ob wir gut genug sind. So. Ihr seht hier natürlich alles uncut. Okay. Oh nein, ich bin die Nummer 2. Gut, dann guck mal. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ein bisschen angezockt, aber diesen Modus kenne ich nicht. Kann sein, dass es jetzt hier Ewigkeiten dauert. Dann haben wir ein erstes langes Video, wo ihr seht, ob ich das schaffe oder nicht. Oder ich zerfetze jetzt alle. So. An all die Leute, die sich für Wrestling interessieren und die auch gerne mal kommentieren möchten, können ja gerne mal reinschreiben, wenn sie AEW schauen, welcher eurer Lieblingswrestler ist. Meiner ist Penta El Cerro Miedo. Kommt vielleicht noch, mal gucken. So, jetzt geht's los hier. Ja, wir wissen Bescheid. Okay, mach mal. Hier gleich Rinder. Wer hier rausfliegt, ist natürlich doof. Die arbeiten jetzt zusammen, die kleinen Scheißer. Na. Vielleicht kommt ihr mir helfen. Guck mal. Na, nicht immer auf den Boden liegenden schlagen hier, Freunde. Hier, komm. Komm her! Warum will er nicht? Immer ruf da. Komm hoch. Er ist noch zu schwach. So, jetzt hier, boah, hier, Tag Team. Now's your chance. Here's your chance to end the match. Also, wir müssen ihn mal hochholen. Jetzt kriegt er erstmal ihn ab hier. Was? Der sticht mir den Rücken, Leute. Eisekalt. Danke, hier Malakai Black ist mein Retter. Ich will bloß nicht aufs Maul bekommen. So, jetzt komm. Oh nein, jetzt habe ich ausgedribbelt, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer sind. Ich habe es nicht gesehen, aber
kriegen das hin. Mal gucken. Wie gesagt, ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen. Wenn euch das gefällt, dann werde ich natürlich weiter fleißig trainieren. Er kontert. Ich bin noch zu schwach. Ich bin doch nicht verletzt. Was? So. Ach so. Der hat Schlagring gehabt, habt ihr gesehen? Mhm. Gefahr steht bei mir. Okay. Da werde ich bestimmt gleich rausfliegen. Was hat er gemacht? Boxsprung. Oh, oh, oh. Das war's. Leute, das war's. Okay. Dann haben wir es nicht geschafft. Das ist natürlich traurig, verständlich. Und verletzt bin ich auch noch. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich kann euch darauf hinweisen, wenn hier irgendwas Lizenziertes kommt, dann wird die Übertragung kurz unterbrochen und dann geht es danach weiter. Okay, es geht zum nächsten Event. Make sure you're ready. Krankenhaus? Na ja, komm, wir lassen uns mal schnell behandeln. Super, geschafft. Wir sind erholt. Und dann ohne Wenn und Aber. Achso, Workout, okay. Ganz entspannt. Leichtes Workout, okay. Das können wir auch überspringen, weil wir machen es ja nicht in echt. Ja, machen wir dann. Wir wollen fetzen, die Zuschauer wollen, dass wir fetzen, deswegen, ja, ja, bla, bla, bla. Hm, machen wir, tschüss. If you wanna make it to the top in pro wrestling. Er quatscht die ganze Zeit Workout, Workout. Ich bin fertig mit dem Workout. Wir gehen zu Dynamite. Ich will zur Arena, ja. Ich will mir hier nicht die Stadt angucken. Aber ihr sitzt ja hier nicht beim Sightseeing, sondern wir wollen uns kloppen. This bout is set for one fall. So. Making his way to the ring. Mr. Radioactive. Ihr habt's gehört. Ich heiße hier nicht Gockel CB, sondern Mr. Radioactive. Mal gucken. Ob ich hier ein bisschen abliefern kann. Au! Na, nicht hauen hier, komm. Können wir unser erstes Match gewinnen oder nicht? Ja klar, so schnell geht das natürlich nicht, Leute. Jawohl, so muss das. Geht er aufs Seil und dann macht man Hüpper. Nein, das war so klar. Er hat es ja schon angedeutet. Er ist gut. Er ist auch eine Legende. Dustin Rhodes
Wer ihn nicht kennt, wer nur, ich sag mal, WWE schaut, der wird wissen, das ist auf jeden Fall der Bruder von Cody Rhodes. Listen to me. You're going to want to remember this. Nee, wir wollen keine Waffe. Komm rein hier. Wir müssen jetzt schön zerbersten, den Jungen. Wo rennt der hin? Egal, wir machen so. Das ist unkontrolliert, das ist in Ordnung. Jetzt hoch da, geh da hoch und mach den Schmetterling. Jawohl. Reicht es schon? One, two, three. Jawohl. Gorgon gewinnt sein erstes Match, Leute. Es war jetzt kein Highlight, aber doch 3,5 Sterne. Damit würde ich sagen, endet das Video auch. Ich will ja nur schauen, wollt ihr das oder nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut es euch zahlreich an. Lasst mal schön ein Like da und einen Kommentar, wer euer Lieblingswrestler ist. Würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr drauf Bock habt. Macht's gut und tschüss.